Wir wollen uns mal die neu vorgestellte EOS R5 im Detail mal angucken. Wir haben ja schon einige Dinge im Vorfeld angekündigt. Hier und da sind bestimmt Fragen übrig geblieben, was unser neues spiegelloses Topmodell bietet. Wir fangen mal außen an. Zunächst, was ja schon überall bekannt wurde, schauen wir uns mal an das Speicherkartenfach. Hier ist es so, dass wir eine CF Express Speicherkarte bevorraten können, aber auch eine SD-UHS-II. Ihr könnt sowohl Foto wie Video auf beide Speicherkarten ablegen. Im Fotobereich können wir dann bei 12 oder 20 Bildern pro Sekunde, 12 Bilder pro Sekunde sind ja mechanisch, 20 Bilder pro Sekunde sind elektronisch, 350 JPEGs oder 180 RAWs als Serienbild ablegen. Man muss dazu sagen, das sind unsere Mindestangaben, also solltet ihr die Kamera in Zukunft selber testen, würdet ihr durchaus mehr schaffen. Da sind unsere ZIPA-Standards, die wir hier angeben. Dann wird aber noch auffallen, bei Verwendung von der CF-Express-Karte, es gibt ja auch verschiedene Geschwindigkeitsstufen in dem Bereich, dass dort auch, je schneller die Speicherkarte wegschreiben kann, umso schneller der Puffer leer wird. Also es kann durchaus sein, dass ihr nach vollem Puffer gerade mal 3-4 Sekunden habt, bis der Puffer komplett entleert ist. Das heißt, die LED wird nicht mehr dargestellt. Ich zeige euch nochmal kurz die CF-Express-Karte. So sieht die Formfaktor aus. Und so ein bisschen kleiner als eine Kompakt-Flash-Karte. Es gibt ja so gesehen Kompakt-Flash. C-Fast hatten wir bei der 1DX Mark II zum Beispiel drin. Und seit der 1DX Mark II, wenn die Anforderung da ist, nutzen wir CF-Express-Karten auch drin. Wir haben vom neuen Akku erzählt. Oder berichtet. Der sieht aber erstmal auf den ersten Blick identisch aus, ist er auch vom Formfaktor gleich. Die Benennung heißt LPE N6H, H für höhere Kapazität. Ihr könnt aber nach wie vor ein LPE 6 oder LPE 6N verwenden. Es gibt da zwar ein paar Einschränkungen, was Serienbildgeschwindigkeit angeht, weil die Leistung des Akkus nicht mehr maximal ausreichend ist, um die maximale Serienbildfrequenz zu haben, aber sonst könnt ihr den Akku nutzen wie gehabt. Dann drehen wir die Kamera mal in die Richtung um und gucken uns mal die Anschlüsse an. Bei den Anschlüssen haben wir hier den HDMI-Ausgang. Ich klappe das mal hier auf. Das ist der Typ D, ein USB-C-Anschluss. Das ist die Geschwindigkeit 3.1, Generation 2, also High Speed in dem Bereich. Über den USB-C-Anschluss könnt ihr den LPE 6N und NH-Akku auch laden in der Kamera. Dann haben wir hier noch einen Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang und einen Anschluss für die Blitzanlage. Hinten an der Kamera sehen wir ein Display. Das lässt sich natürlich bei der EOS R Serie ausklappen. Das ist ein 2,1 Millionen Bildpunkte Display, also schön hoch aufgelöst, schön klar, auch schön hell, auch für draußen. Und hier oben drüber der elektronische Sucher. Dieser verfügt über 5,76 Millionen Bildpunkte Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Bildern pro Sekunde. Wer ein bisschen Energie sparen möchte, ist aber nicht zwingend bei der Kamera, der kann hier auf 60 Bilder pro Sekunde im Sucher gehen. Da spart man ein paar Prozentpunkte in dem Bereich, aber das Erlebnis ist nicht mehr das gleiche, weil es ein bisschen langsamer ist. Trotzdem gut genug. Wir haben ja auch andere Kameras nur in Anführungsstrichen mit 60 Bildern pro Sekunde. Das war aber nie eine wirkliche Einschränkung. Und der ist so top aufgelöst, dass der auch nie seine Auflösung ändern muss. Also in Kombination mit dem Prozessor schaffen wir hier nonstop ein sauberes Bild. Also kein Aliasing oder andere Artefakte, die man dann sehen könnte, wenn die Auflösung sich vermindern muss. Also egal, ob ihr fokussiert, arbeitet, Serienbild schießt oder auch bei der Bildwiedergabe habt ihr immer die gleiche exakte Auflösung drin. Hier oben in der Kamera findet ihr Bluetooth und WLAN eingebaut, in der Nähe von dem Blitzschuh. Bluetooth, ganz einfach, um mit der Camera Connect App, die wir anbieten, zu verbinden. Im WLAN-Bereich hat sich auch was getan. Neben 2,4 GHz verfügt die Kamera jetzt auch über 5 GHz, sodass wir auch mit weniger belasteten Netzwerken die Kamera einsetzen können, um einfach mal die Datenmenge zu beschleunigen, um die Netzwerkkapazität besser ausnutzen zu können. Ihr seht hier oben auch ein Top-Display, das ist wie bei der EOS R, allerdings haben wir noch ein paar andere Anzeigen, die dort möglich sind.
Modus Wahlrad, falls ihr es sucht. Wer die EOS R kennt, muss den Knopf hier bedienen. Dafür lässt sich das auch im Auge sofort auswählen, welche Funktionen man hat. Oder bei der Fernbedienung lässt sich das sofort zwischen verschiedenen Modi umschalten. Wir finden hier auch ein Rädchen. So gesehen haben wir mehr Räder. Einmal dieses obere Drehrad, dann das hintere, oder das obere zweite, das hintere und natürlich bei RF-Objektiven noch am Objektiv oder adaptierten EF-Objektiven mit dem Steuerungsadapter den Steuerungsring, sodass ihr jederzeit Zeit, ISO, Blende, Belichtungskorrektur im Griff habt, ohne irgendwas im Menü verstellen zu müssen, weil es einfach über die Räder komplett abgedeckt ist. Ihr habt bestimmt auch schon parallel gesehen, dass hier ein Joystick dazu gekommen ist. Früher bei der EOS R war eine Touchbar, die wurde hier entfernt und der Joystick kann euch den Autofokus oder bei der Bildwiedergabe helfen, im Bild zu steuern. Also diejenigen, die vielleicht von der 5D Mark IV oder anderen ähnlichen Kameras, 5DS, 5DSR kommen, fühlen sich dann eigentlich direkt wieder zu Hause. Das heißt, man kann über den Sucher oder auch im Live-Bild-Normalbetrieb über das hintere Display damit auch den Fokus einstellen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit nach wie vor über Touch and Drag, also über das normale Tippen auf dem Display oder Verschieben. Jetzt habe ich das Display gerade noch eingeklappt, ich drehe es mal um. Also in dem Zustand durch den Sucher schauen könntet ihr wie als Mauszeiger quasi hier den Fokuspunkt jederzeit verschieben. Oder wenn ihr einfach wollt, sagen, ja, ich will nicht mit der Nase vielleicht am Display landen, den Joystick Multicontroller nutzen, der sich auch natürlich fürs Menü eignet, um auch da herumzuspringen. Kurz nochmal, weil ich es gerade vergessen hatte, zu den WLAN-Funktionen als kleine Ergänzung. Neben den 5 GHz gibt es hier auch noch die direkte Möglichkeit, auf FTP-Server oder FTPS-Server zu laden. Das heißt, ich kann ohne weiteres Zubehör direkt auf die Server drauf. Daneben ist die Kamera kompatibel, um mit unserem neuen Canon-Portal direkt cloudbasiert die Daten abzulegen. Das wäre aber ein anderes Thema hier. Bei dem Gehäuse selbst handelt es sich um ein Magnesiumgehäuse. Die Abdichtungen sind ziemlich identisch mit der 5D Mark III, also schon ein sehr gutes Level, was Staub- und Spritzwasserschutz angeht. Und wir liegen hier mit 738 Gramm inklusive Akku auf einem sehr guten Level, dass die Kamera nicht zu schwer wird. Erweiterbarkeit ist hier auch gegeben. Es wird einen Batteriegriff geben oder auch einen WLAN-Transmitter, den ihr direkt unter die Kamera schrauben könnt. Beide werden statt des Akkus mit so einem klassischen Batteriegriff Stecker hier reingesetzt. Ihr habt dann entweder die Möglichkeit, mit zwei Akkus zu arbeiten. Und das ermöglicht euch ein besseres Handling mit der Kamera. Wobei selbst mit meinen Händen, die nicht gerade klein sind, kann ich sie sehr gut greifen. Und wenn hier noch ein Batteriegriff wäre oder auch Hochformatauslöser genannt, könnte ich natürlich dann das Ganze auch nutzen. Ja, dann ist es jetzt Zeit, ins Kamerainnere zu schauen, ohne die jetzt aufzuschrauben natürlich. Was haben wir hier verbaut? Viele neue tolle Sachen. Einerseits haben wir den neuen DJIC X oder DJIC 10 Prozessor verbaut, die der eine andere vielleicht schon von der 1DX Mark III gesehen oder gehört oder sogar erlebt hat. Das heißt, diese Kamera wird genau für den gleichen Prozessor befeuert, um halt viele verschiedene Funktionen zu ermöglichen, die vorher so nicht möglich gewesen waren. Ein paar Dinge haben wir schon hier und da gehört oder gelesen. Unter anderem die Video 8K-Funktion. Hier haben wir eine volle Bandbreite mit allen Möglichkeiten. Also ihr könnt 8K im RAW, ihr könnt mit 422, mit Canon-Lock, mit HDRPQ, mit zum Beispiel 30 oder 25 oder 24 Frames aufnehmen. Man kann da verschiedene weitere Einstellungen vornehmen. Wenn ihr Canon-Lock weglasst und IPB-Standard zum Beispiel nutzt, lässt sich 8K auch auf die SD-Karte mit UHS-2-Speed ablegen. Bei 4K 120 Frames, auch mit den 422 10-Bit Canon-Lock oder HDEPQ. Wobei es da noch eine weitere Option gibt, indem ihr aus dem 8K ein overgesampeltes Bild in einer höheren Qualitätsstufe nochmal bekommen könnt. Da müsst ihr zwar auf die 120 Frames verzichten, habt aber dann bis zu 60 Frames die Möglichkeit, das abzulegen. Das heißt, wir halt sehr, sehr viele Funktionen verbaut haben und alle möglichen Videobereiche abzudecken. Sowohl bei 8K wie auch 4K, natürlich auch Full HD, nutzen wir die volle Sensorbreite, also kein Crop in dem Sinne.
Laufzeiten sind klassisch bei uns eingeschränkt auf 29 Minuten 59 Sekunden. Ihr könnt natürlich aber auch externe Recorder für die externe Aufnahme über HDMI anschließen, wobei hier die Kamera nur bis zu 60 Bildern pro Sekunde das Ganze ausgeben würde. In allen Videomodi habt ihr Dual-Pixel-Autofokus, also egal ob jetzt das die 120 Frames sind oder 8K RAW, also da seid ihr nirgendwo eingeschränkt, was auch sehr gut fürs Handling ist. Ihr habt auch Zebra-Einblendung, die möglich ist, Peaking bei manuell arbeiten, dass wir halt einen vollen, richtig schönen Funktionsumfang haben. Jederzeit lässt sich natürlich Kopfhörerlautstärke und Mikrofon einstellen. Auch hier könnte man sogar, wenn man externe Recorder nutzt, den Ton direkt über HDMI mit aufzeichnen, wenn der Recorder das mitmacht, sodass hier ein Workhorse da ist. Unterstützt wird das Video auch durch den eingebauten Bildstabilisator, der sensorbasiert ist. Also selbst wenn ihr Objektive nicht habt, die stabilisiert sind, könnt ihr das Video auch mit einer 5-Achsen-Stabilisierung nutzen. Wenn ich gerade schon dabei bin beim Bildstabilisator, wenn ihr das zum Beispiel mit einem RF-Objektiv kombiniert, so wie ich es hier das 24-70-28 habe, das ihr auch einen Stabilisator verbaut habt, erreichen wir bis zu 8 Blenden oder Belichtungsstufen eine Stabilisierung. Das heißt, man kann fast aus der Bewegung sehr ruhige Videos drehen oder auch freihand. Ich habe zum Beispiel mit dem Objektiv ohne Probleme 2,5 Sekunden ein Bild gemacht, ohne zu verwackeln. Das ist schon eine sehr, sehr gute Ansage. Der Sensor selbst hat eine Auflösung von 45 Megapixeln. ISO könnt ihr einstellen, zwischen ISO 100 bis 51.200 als Normalwert. Die Bilder lassen sich sehr gut angucken, bearbeiten und sehen. Die Qualität ist sehr hoch. Dynamikumfang nennen wir klassisch keine Zahlen, aber da erwarte ich zeitnah die ersten Tests von externen. Da braucht ihr aber keine Sorgen zu machen, das fällt schon sehr gut aus. Es ist schließlich eine neue Generation von den Sensoren, die hier eingebaut sind. Und mit der 1DX Mark III haben wir auch schon gezeigt, dass wir da uns nicht verstecken müssen. Erweiterung ist möglich auf ISO 50 runter und nach oben bis ISO 100 2400. Das könnt ihr dann frei entscheiden, ob ihr es nutzt oder nicht. Der Autofokus ist auch sehr lichtempfindlich mit minus 6 EV oder Lichtwert minus 6. Könnt ihr selbst bei dunkleren Flächen arbeiten, aber auch kombiniert zum Beispiel mit dem neuen RF 600 oder 800 mm Objektiv, was ja eine Lichtstärke 11 hat. Selbst wenn dort ein einfach 1,4-fach oder 2-fach-Konverter, sodass ihr auf Blende 22 kommt, draufsetzt, ist der Autofokus immer noch ohne Probleme in der Lage zu fokussieren oder nachzuverfolgen. Das ist schon eine ziemliche Ansage der Technologie, die wir hier mitmachen. Und das ist auch etwas, was auch ziemlich viel Spaß macht. Beim Autofokus selbst haben wir wie bei der 1DX Mark III die Deep Learning-Funktion verbaut. Hier ist es so, dass die Kamera aus jede Menge Daten, die über eine KI gelaufen sind, eine Analyse stattgefunden hat und die Algorithmen sind verbaut, um Dinge zu erkennen. Und dazu könnt ihr in dem Menü, das rufe ich jetzt mal eben schnell auf, ich stelle es mal kurz bei mir hier ein und dann können wir das alle sehen. Ich rufe das hier auf und dann können wir hier in der Kamera das sehen. Dann habt ihr ein Case-Übersicht, die man hier gut sehen kann von verschiedenen Vorgaben bis hin zum dem Case A, steht für Auto. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, was wäre das Passende für die Einstellung, nehmt ihr einfach die Automatik und die Kamera würde aus der Situation erkennen, worum es sich handelt. Ist es etwas im Sportbereich, ist es etwas aus dem Tierbereich? So könnt ihr jederzeit, wenn ihr mehrere Felder aktiv habt, statt nur einzelne Feld zum Beispiel, die Kamera selber entscheiden lassen. Die Kamera wird eine Objekterkennung haben. Ihr könnt im Menü auch einstellen, geht es um Personen oder um Tiere, weil auch hier gab es eine Erneuerung, dass wir auch eine Tiererkennung beim Autofokus haben. Zum Beispiel Hunde, Katzen oder Vögel, Vögel auch im Flug. Bei Hunden und Katzen werdet ihr sehen, dass es auch nicht nur eine Kopf- und Augenerkennung, sondern auch eine Körpererkennung gibt. Das heißt, selbst wenn der Hund irgendwo an euch vorbeiläuft und ihr es nicht vielleicht gerade exakt schafft festzuhalten, so wird die Kamera das auch erfassen können.
Und so spielt sich das Ganze halt als großes Sammelsurium an neuen Funktionen, die wir hier bekommen haben, sehr gut auf. Ihr könnt 5940 Autofokuspositionen auswählen, wenn ihr den Fokuspunkt manuell verschiebt oder auswählt. Ansonsten arbeitet die Kamera mit 1053 einzelnen AF-Feldern, die zur Bemessungsgrenze oder zur Bemessung benutzt werden, damit das System auch funktioniert. Und nicht wundern, wenn ihr statt ein einzelner Autofokusfelder plötzlich einen Rahmen angezeigt bekommt, wo zum Beispiel auch so ein Objektiv erkannt wird, das ganze Blau in iServo eingerahmt. Das heißt, tatsächlich hat da die Kamera dann ein Objekt erkannt und weiß damit besser umzugehen. Aus der Fotofunktion abgeleitet, aber eigentlich ist es eine Videofunktion am Ende gesehen, bietet die Kamera auch ein Timelapse an in 4K und 8K. Das heißt, ihr kriegt automatisiert mit allen Vorgaben, die ihr machen könnt, den Abstand oder die Belichtungszeit aus dem jeweiligen Programm, das ihr gewählt habt, bekommt ihr ein fertiges Video in dem ausgewählten Format 4K oder 8K, was ihr dann direkt dann weiterverarbeiten könnt oder einfach so lassen könnt, wie ihr wollt, weil auch diese Beblendung zwischen Bildern ist schon in der Kamera gewährleistet. Ansonsten ist die Kamera natürlich vollgepackt mit Funktionen wie Intervalltimer, Langzeit-Bipe-Timer, HDR, aber auch diese HDR-PQ-Funktion aus der 1DX Mark III, wo ihr direkt HIVE-Daten, also 10-Bit-Daten, statt dem JPEG erhaltet, natürlich eingestellt. Die Kamera selbst ist sehr leise geworden. Das heißt, selbst wenn der normale mechanische Verschluss arbeitet, ist hyperleise. Ihr könnt aber die Kamera auch mit dem ersten elektronischen Verschluss arbeiten lassen. Dann wirkt die ein bisschen anders vom Sound. Und auch das rein elektronische Auslösen ist möglich. Also ihr könnt komplett silent, sehr leise oder lautlos unterwegs sein. Bei den Objektivkorrekturen findet ihr neben Vignettierung und Verzeichnungskorrektur auch eine standardmäßig aktivierte digitale Objektivkorrektur oder auch DLO abgekürzt. Die gibt es in zwei Stufen. Standardmäßig ist diese auf Start eingestellt, also ihr habt ungefähr 35% Korrekturen drin. Aus den RF-Objektiven werden sich automatisch die Daten gezogen. Bei EF-Objektiven, bei sehr vielen, die nicht zu alt sind, automatisch auch. Man könnte auch ein paar Profile auf die Kamera laden, sodass sie für das JPEG oder HIVE-Bild direkt die Bildkorrekturdaten bekommt. Solltet ihr diese digitale Objektivoptimierung auf die hohe Stufe setzen, dann habt ihr ein bisschen weniger Puffer, weil die Kamera natürlich dann mehr verarbeiten muss. Ist aber halb so wild, nur dass ihr wisst, dass da ein Unterschied stattfindet. Auch das gefragte Bracketing ist in der im EOS R5 verbaut, aus der RP bekannt geworden für Makroaufnahmen, automatisiert, dass ihr einen Startpunkt setzt und die Kamera automatisch dann euch die Fokusfahrt macht mit Einstellstufen. Und zum Beispiel in unserer DPP-Software könnt ihr dann die Bilder reinladen und automatisiert verrechnen lassen, sodass ihr eine maximale Schärfeausdehnung selbst bei Makrofotografie erhaltet. Stecken noch ein paar andere Kleinigkeiten drin, aber es würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich kann nur sagen, alles in einem ist das eine sehr, sehr, sehr gelungene Kamera, die mir persönlich auch bestens gefällt. Ich denke nicht, dass wir irgendwas ausgelassen haben, featuretechnisch. Ja, ich bin begeistert, ich hoffe ihr auch. Und viel Spaß beim selber Hand anlegen, ausprobieren und dann in Zukunft auch nutzen.